Hi Leute, diesmal geht es um meinen Hoverboard-Akku, bei dem ich eine Zelle getauscht habe, weil die sehr hochohmig ist. Und zwar, ich habe die an so ein Lademodul angeschlossen, die hat jetzt so 3,3 Volt. Schließe ich sie an ein 18650er Lademodul an, dauert es nicht mal eine Sekunde und das Lademodul zeigt an, die ist voll. Die geht dann kurz auf über 4,25 Volt hoch und die ist extremst hochohmig. Gut, ich habe hier ein Hoverboard, das ich reparieren sollte und da ist der Akku hier. Also eine Zelle extrem hochohmig, die anderen, die waren jetzt nicht so extrem hochohmig. Da habe ich eine Zelle getauscht gegen eine gute. Und der Akku, die Besonderheit an dem Akku ist, wenn man mal guckt, was da drauf steht, guckt mal. Und zwar hier steht drauf, Produktname Lithium-Ion Batteriepack for Swingtier, keine Ahnung. Rodel, es heißt eigentlich Modell und nicht Rodel, das ist irgendwie komisch, komplett falsch geschrieben. Nominal Voltaire 36 Volt und Ladespannung dann 42 Volt, aber hier die Kapazität 44.000 mAh. Das kann ja gar nicht sein. Bei 42 Volt und 44 Ampere-Stunden, das bringt man doch nicht in 1 Kilo unter bei den 18650ern. Also nicht in 20 Zellen. Normalerweise hat so ein Akku 4,4, also 4.400 mAh, aber nicht 44.000 mAh. Daher denke ich mal, der Akku da ist ein ganz schlechter, gefälschter China-Akku. Die 44.000 mAh stimmen gar nicht. Hier, Bullet Interzell 18650, 1,01 Kilo, kann er alles sein, aber 44.000 mAh kann nicht sein. Bei dem hier. Okay, gut. Ups, sorry, ich habe den ein bisschen heftig jetzt weggeworfen. Jetzt messe ich mal die Spannungen. Ich habe gestern schon die ganze Zeit versucht, ihn zu balancen. Und zwar beim Aufladen ist der übelst heiß geworden, extremst heiß. Ich habe dann Laden unterbrochen, habe ein kleines bisschen Entladen hier. Wenn ich hier die Pads drücke am Hoverboard, macht es tut. Klar, weil es am Verkehr drum liegt. Aber wenn ich dann die Zellspannungen messe, ich messe jetzt mal die Zellspannungen. Mal gucken, ob man das sehen kann. Die erste hat 3,8. Die zweite bei 3,8 sagt man, der ist ziemlich leer, 3,76. Die dritte 3,83. Die vierte 3,84. Und jetzt kommt eine, die immer ziemlich leer ist, die ziemlich, noch ziemlich heiß geworden ist, 3,63. Dann die nächste 3,70. Die nächste 3,82. Jetzt kommt die ich ausgewechselt habe, die neue, die hat 3,91. Dann die nächste 3,75. Und die nächste, die hat, wenn ich Kontakt bekomme, 3,80. So, ist nicht allzu viel Unterschied, aber ich tue den jetzt mal aufladen. Also ich schalte das Hoverboard jetzt mal aus und tue den mal aufladen. Also er steckt den Ladestecker an, dass der mit 2 Ampere aufgeladen wird. Mal Ladestecker anstecken. So, Ladestecker ist dran, Ladegerät leuchtet rot. Und jetzt lasse ich den mal aufladen. Der müsste mit 2 Ampere geladen werden. Ich kann da auch mal mit Ampere messen. Also, mal auf 0 setzen. Hier, ziemlich auf 0. Man sieht, man auf 0 hier, genau, jetzt messen, wie viel Ampere fließen. 1,7 Ampere wird er geladen. Die Ampere sinken aber schnell. Das Knacksen ist mein Ofen leider, weil ich da mit Ofen heize. Also 1,63, ja, irgendwie sinkt es sehr schnell, sinkt ein bisschen sehr schnell. Bisschen zu schnell. Also dafür, dass der Akku gar nicht ziemlich leer ist, sinkt das ein bisschen zu schnell. Da messe ich mal die Spannungen lieber mal. Nicht, dass so eine Zelle schon wieder überladen wird. Mal die Spannungen beim Laden messen. Erstmal die Gesamtspannung von Akku möchte ich gerne messen. Das heißt, ich messe sie mal von ganz minus links, also von links plus auf rechts minus, 41,33 Volt. Die ist eigentlich ziemlich voll. Die erste hat 4,17. Ja, so viel schon. Die zweite 4,11. Die dritte 4,18. Die vierte 4,18.
sind. Ich glaube, der Akku ist insgesamt hochohmig. 4,02. Die ist nicht hochohmig, wie es aussieht. 4,07. Dann haben wir hier 4,26. Schon voll, das ist nicht gut. 4,04. Nächste 4,14. Und die nächste 4,201. Also der ist irgendwie schon, 4,201. Stecken wir das Laden mal wieder ab. Schalten das Hoverboard ein. Da zieht es 100 mA. Also ich habe schon gemessen, 100 mA zieht es da an Strom. War die letzte, die 4,20 hatte, von 2 Ampere laden. Hier 2 Ampere Ladestrom, jetzt auf 100 mA Last 3,98 Volt. 3,979. Ich schalte mal wieder aus. Komplett leer, ohne Stromverbrauch, 3,98 Volt. Und wenn ich mit 2 Ampere laden tue, mein Ladegerät wieder anstecken, stecken wir mal das Ladegerät wieder an, laden wir mit 1,7 Ampere, lassen da etwa 1,7 Ampere und dann haben wir schon 4,20. Also die Akkus, die sind zu hochohmig und daher, wenn man ein bisschen Gas geben tut, macht es zack und es schaltet aus, das Hoverboard. Das heißt, man braucht doch einen neuen Akku. Die Zelle, die ich getauscht habe, das hätte ich mir sparen können eigentlich. Die ist übelst extremst hochohmig. Aber die anderen, die sind auch sehr hochohmig. Die Frage ist, ob die besser werden, wenn ich die jetzt ein bisschen laden tue. Aber ich müsste die dann schon balancen wieder, weil ja irgendwie die Spannungen laufen komplett aus dem Ruder. 4,20, okay, das geht noch. 4,14, wäre okay, für vollgeladen. 4,03 ist zu wenig. Dann 4,20 ist schon voll. Also das 403, das ist die neue Zelle, die ich eingebaut habe. Die ist niederohmig, ist ja niederohmig. Dann 420, dann 407. 407 ist okay, 404. Dann 418, das ist auch schon fast zu viel. Dann 418, das ist bei 1,7 Ampere, nur 4,12 und 4,17. Schade, der Akku, der ist wohl nichts mehr. Ich glaube auch nicht, dass der wieder niederohmiger wird, aber da braucht man einen neuen Akku für das Hoverboard, leider. Also mir fällt nur ein, dass man einen neuen Akku dann nehmen kann damit. Aber ich habe eine Idee, ich lasse den jetzt trotzdem mal laden, also hier voll laden, bis er von 1 Ampere so auf 0,2 Ampere unten ist. Und dann fahre ich mit dem Hoverboard mal vorsichtig hier. Und fahre das mal vorsichtig leer, also dass der Akku bis es ausschaltet, und zwar ich werde nur langsam fahren, also wirklich nur ganz langsam hin und her. Ich glaube aber, weil er der Akku nur hohen Innenwiderstand hat und immer noch Kapazität hat, kann ich da lange fahren, denke ich. Außer ich gebe zu viel Gas, dann geht es aus, weil der Innenwiderstand so hoch ist. Aber ich kann versuchen, jetzt den Akku erstmal voll aufzuladen hier. Auch wenn die Spannungen teilweise auf über 4,20 Volt gehen, dann kann ich versuchen, den ein bisschen zu balancen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Leider balancet die Platine hier nur in homöopathischen Dosen, also die balancet nicht wirklich den Akku. Das heißt, ich lasse ihn jetzt laden und dann steige ich mich aufs Hoverboard drauf und fahre den Akku mal leer, quasi bis es dann ausschaltet und dann tue ich nochmal aufladen und dann gucke ich mal, was der Akku so macht. Ich schaue mal, ob der beim Laden warm wird, aber jetzt dürfte er nicht mehr warm werden, weil jetzt hat er ja, der wurde sehr warm, obwohl die Zellen, die so heiß wurden, nicht mal 4,16 Volt hatten. Es hat sich aber jetzt gegeben, jetzt mit der Zeit, und vielleicht werden die Akkus ja wieder besser, vielleicht werden die ja wieder niederohmiger, wenn man den aufladen tut, bis sie wieder leer fahren tut und wieder aufladen tut. Ich kann es nur probieren. Wobei der Akku ist glaube ich, Mist, und dann probiere ich das mal und gucke ich mal, wenn ich den leer fahre, wie es dann ausschaut. So, dann möchte ich euch mal zeigen, wie kaputt der Akku ist, den ich da getauscht habe. Der hat jetzt 3,334 Volt. Hier habe ich so ein USB-Lademodul, das mit 1 Ampere laden tut. Stecke ich das mal an zum Laden. 4,29. Und das schaltet dann gleich wieder um auf blau. 4,297, also 4,29, also hat schon auf blau umgeschaltet. 3,60, stecken wir es nochmal an, lass es mal auf blau umschalten, genau, und 3,60.
Also, ich stecke das an, es lädt den Akku und sagt, er ist voll. Und dann sinkt die auf 3,5. 7 wieder runter. Also, der war auf 3,3. Also, das ist noch weniger Kapazität als so ein kleiner Supercap oder so. Also, oder der ist extrem hochohmig, der Akku. Das heißt, der sagt, wenn er mit 1 Ampere laden tut, dann sofort, die ist voll und lädt nicht weiter und geht auf 4,29 Volt hoch bei 1 Ampere. Wobei es da gar nicht mehr mit 1 Ampere lädt, sondern noch mit ein paar hundert Milliampere. Das heißt, ja, der Akku ist wohl echt endgültig hinüber. So, ich habe jetzt alle Zellen unter Belastung gemessen und im Leerlauf. Und zwar einmal im Leerlauf mit Multimeter. Da gehe ich mit Multimeter her, hier. Also mit Multimeter gehe ich daher. Und messe die Leerlaufspannung, also wie viel die Zelle, nachdem die aufgeladen ist, hat. Das habe ich mit den Akkupacks gemacht. Ich habe jetzt erstmal die Leerlaufspannung gemessen hier. Da habe ich 1,186. Dann habe ich eine Glühlampe an zwei Glucoklemmen gemacht, die 1,6 Ampere zieht da. Darf nur keinen Kurzschluss machen. Eine 35 Watt Glühlampe. Einmal auf Minus. Und einmal auf Plus, sie zieht mir hier 1,6 Ampere weg. Und dann kann ich nochmal die Spannung messen mit Glühlampe. Und zwar, ich warte, bis die Glühlampe leuchtet hier. 4,058 wäre das, dass ich mir als zweiter Wert dann aufschreibe. Weil, wenn die Glühlampe leuchtet, dann zieht die bei hier halt etwa 1,6 Ampere. Und habe dann meine Tabelle gemacht. Ich stecke das mal ab, ich räume das mal wieder weg erstmal. Habe eine Tabelle gemacht. Ich habe diesen Akku hier, der so heiß wird und so, den habe ich mal gemessen, wobei mir ist aufgefallen, dass die Spannungen hier, dass die nicht über 4 Volt gehen, dass die Zelle, wenn die über 4 Volt geht, heiß wird, bis sie wieder auf 3,93 Volt ist oder auch bei 3,9, dann wird die heiß und verheizt das wieder. Aber auch unabhängig davon, das ist die Leerlaufspannung. Leerlaufspannung der 10 Zoll, das ist die Spannung unter Last und das ist die Differenz. Ich habe hier 1,174, 218, 180, 175, 189, 205, 191, 120, 177, 174. Ist schon sehr hoch. Jetzt habe ich einen anderen Akkupack hier, den da mal gemessen. Der ist aber auch nicht mehr gut, der ist vom Innenwiderstand noch schlechter, aber der wird beim Laden wenigstens nicht heiß. Und zwar der hat hier 0,270, 289, 281 und hier 485. Das heißt, bei 1,6 Ampere Belastung sinkt die Spannung hier um 0,485 Volt ab. Also fast um ein halbes Volt bei 1,6 Ampere Belastung schon. Das ist schlecht. Also die Zelle ist auf definitiv. Dann 388 ist auch viel. 203, 368, 285, 229. Eine sehr gute Zelle hier, die ich habe, die hatte ich 4,191 Volt und unter Last 4,106 Volt. Das heißt, die hat 0,085 Ampere. Also 0,085 Millivolt sinkt die bei 1,6 Ampere Last nur ab. Die sinkt 85 Millivolt ab und die sinken hier ja, 0,2, 0,4, 0,4 Volt ab. Und das muss man ja mal 10 rechnen. Das heißt, bei 1,6 Ampere Last, bei 10 so Zellen in Reihe, würden der 4 Volt abfallen oder hier 2,7 Volt. Und da ist der Akkupack immer noch besser. Aber auch nicht mehr gut. Innenwiderstände sind extrem hoch. Die Zellen werden beim Laden heiß. Und sobald man dann Richtung Leistung rausholt, also sobald man mit dem Hoverboard richtig beschleunigt, geht es aus, macht es tack. Weil nämlich die Spannung hier unter die 3,3 Volt sinkt. Und wenn nur eine von diesen Zellspannungen unter 3,3 Volt sinkt, schaltet das BMS schon aus. Sonst wird der Akku halt auch noch ganz kaputt gehen. Und beim Laden wird der sehr heiß. Das heißt, bleibt mir nichts anderes übrig. Der Akkupack ist Müll. Und für ein Hoverboard am besten dann doch neuen Akkupack kaufen. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.